Spitzenspiel in der deutschen Eishockeyliga. Erster gegen Zweiter, Mannheim gegen Ingolstadt. Pavel Groß Team in 10 von 11 Spielen gepunktet, dementsprechend die Tabellenführung sich verdient und Ingolstadt von Doug Shedden die Mannschaft mit 3 Siegen in Folge und einem Debütanten Ryan Garbutt zum ersten Mal dabei nach Verletzung in der Vorbereitung. Mannheim aber mit viel Druck aus der Kabine gekommen, die klar bessere Mannschaft in den ersten Minuten und mit der ersten richtig guten Möglichkeit durch Hungerecker, 5. Minute. Timo Pielmeier im Tor des ERC Ingolstadt, aber zur Stelle. Mannheim, die Mannschaft mit mehr Akzenten in der Anfangsphase. 14. Minute, Kettich gewinnt hinten die Scheibe und dann ist Eisenschmied durch. Strafe angezeigt, aber Eisenschmied macht's. 1-0, die Führung für die Adler. 5. Saisontor für Markus Eisenschmied, schön durch die Schoner geschoben. In der 14. Minute Mannheim mit der verdienten Führung. Und Doug Shedden bedient seine Mannschaft im ersten Drittel, läuft eigentlich nur hinterher. Das zweite Drittel dann beginnt mit einer Strafe gegen Mannheim. Thomas Larkin muss runter nach diesem Bandencheck. Powerplay für Ingolstadt, die lassen die Scheibe laufen. Maury Edwards wartet, schießt und trifft. 1-1 im Powerplay, der Ausgleich, 26. Minute. Richtig schön getroffen, der One-Timer von Maury Edwards. Für ihn sein 2. Saisontor. Mannheim jetzt geschockt? Keineswegs. Nur 30 Sekunden später. Luke Adam, schöne Körpertäuschung und die Führung. Tolles Tor von Luke Adam. Der Knipser, der so ein bisschen Ladehemmung hatte bislang mit seinem 2. Saisontreffer. Und den macht er wunderbar. Gerrit Festerling kurz im Torraum, dann aber wieder raus. Nur eine Aktionspräsenz, keine Dauerpräsenz. Tor zählt. Und Mannheim macht weiter. Das ist die 37. Minute. Akta wird da eigentlich gefoult. Dann gibt es die Kontermöglichkeit für Ingolstadt. Doch Canoni kann die Chance nicht nutzen. Das hier hätte man auch pfeifen können. Und daraus entsteht dann der Konter, den Patrick Joseph Canoni am Ende nicht nutzen kann. Endras ist zur Stelle. Dann Schreckmoment für alle Adlerfans. Markus Eisenschmied hält sich die Wange und muss schmerzverzerrt in die Kabine. Was war passiert? Schmerzhafter Zusammenprall mit dem linken Pfosten. Rechte Wange knutscht linken Pfosten. Das tat weh, aber Eisenschmied im 3. Drittel dann wieder dabei. Und Ingolstadt gefordert und der ERC versucht es. 48. Minute. Kommen sie da über Tyler Kelleher und dann ist es Canoni mit der Chance. Aber Dennis Endras im Spagat zur Stelle. Canoni hier mit der Rückhand, aber Endras ganz stabil. Aber so richtig Druck konnte der ERC dann nicht entfalten in der Schlussphase. Vielleicht jetzt Torwart raus, volles Risiko, aber nein. Mannheim mit dem Scheibengewinn und Mannheim mit der Entscheidung. Luke Adam, Empty Netter zum 3:1. Adam mit seinem 2. Treffer an diesem Abend macht er den Deckel drauf und sorgt für den Sieg im Spitzenspiel für die Adler Mannheim. Luke Adam also mit seinem 2. Tor an diesem Abend. Und hier sind die Stimmen zum Spiel. Ich fand einfach, wir waren einfach überall einen Schritt schneller. Wir haben von Anfang an Druck gemacht, wir haben nicht nachgelassen. Und wir haben es ihnen schwer gemacht. Wir hatten einfach viel Geduld, auch wenn am Anfang Chancen nicht reingegangen sind. Einfach immer weiter Druck machen und die Dinger gehen irgendwann rein. Yeah, it was a tough loss, but I thought we fought hard and actually played hard till the end of the game and it just didn't go our way. So unfortunately didn't turn out for us this time, but we'll be back on Sunday for sure. Also Ryan Garbutt sagt, das war eine harte Niederlage. Sie haben gekämpft bis zum Schluss, aber es hat nicht gereicht. Mannheim gewinnt das Spitzenspiel und baut seine Tabellenführung in der DEL aus.